Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf der Gemeinderade im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ihr seht auch schon, wir haben einen Gast und zwar den guten Philipp. Warte. Ja, okay, das war die beste Begrüßung, die es gibt. Der hat mir mega gefallen. Ja, wir sind hier im Multiplayer auf der Gemeinderade und haben auch schon das ein oder andere hier gemacht. Wir haben 250.000 auf dem Konto und ein paar zerquetschte. Hier stehen schon ein paar Ballen rum und dann kommen wir mal zu unseren Fahrzeugen. Einen Hof kennt ihr wahrscheinlich schon, habt ihr schon öfters gesehen. Zwei wunderschöne, was sind's denn? Eine Road Rage ist aber glaube ich ein Ford Mustang, soll es sein. Ford Mustang, das ist ein 1970er, wofür ich weiß. Ja, auf jeden Fall haben wir zwei wunderschöne Autos, sind natürlich perfekt für den Gebrauch auf dem Feld gedacht. Ein wunderschönes Percher zum Waschen. Für Wänden und so weiter. Ein wunderschönen Betrag 1000er. In der Distel-Variante natürlich. Einen Krone Wender KWT. Einen Feller Juras Schwader und ein Feller Mähwerk. Kombination natürlich. Da drüben Frontlader, Gewichte, Autostack Ballenwong, ein 7530er John Deere Premium, ein kleiner Klaus 440 Arion. Der, wo eine Hupe hat wie ein großer. Komm mal her. Ja, ich bin noch da, ich höre es schon. Ja. Ist perfekt, Alter. Da drin haben wir Seedmaster und so weiter, jetzt nicht viel rumstehen. Da hinten haben wir, eine Klaas Ballenpresse, Quaderballenpresse. Das Quadrant 5300, eine Novagator HD Spritze 6000, Navigator, zwei Reischanhänger, normalerweise stehen hier auch noch Schiebeschilder und so drin, die zeige ich euch dann nachher, aber zeigen wir euch nachher, eine Horsch See Kombination und eine. Kann ich nicht entschalten? Glaub nicht. Da steht die Seemaschine vor. Ich backe. Eine Federstedt. 8 Meter. Ja, bin ich gerade ein bisschen gepackt. Dann haben wir hier einen wunderschönen tiefen Locker, wo man auch als Pflug verwenden kann. Den Treffler, www.treffler.net. Den Treffler halt einfach. Dann nochmal einen kleinen Grupper von Köckerling. Ein Lemkin Pflug. Wenn man Felderweiterung oder so macht. Ja, Breda Standard. Wird vielleicht demnächst noch ausgetauscht. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir natürlich, hier steht noch ein Fendt 724 und wir haben tatsächlich auch noch 118 Kia, kann ich mal ganz kurz zeigen, 118 Stück, die haben schon ein bisschen Wasser bekommen, hier steht drei Wasserfass mit Dolly, hier steht noch ein Weichstehdreieck, dann haben wir hier einmal einen Silo King Futtermischer Standard und eine Marke. Ja, Standard Strohansteuer. Dann DE 551. Also okay. Der Unimog hat es auch wieder hierher geschafft. Ja, die Hupe, man kennt sie. Mit dem Hardy Tankaufbau und dem Annaburger Zubringer Fass hinten dran. Hier haben wir noch ein wunderschönes Zunahmefass für die Gülle. Und hinten einen Gülle-Grupperer. Einen Klaas Jaguar 79 zum Häckseln, denn wir haben das ein oder andere Feld mit Mais. Ihr seht schon, der ist schon ein bisschen dreckig. Und wir haben natürlich auch schon ein Silo hier voll mit knappen. Das können wir jetzt nicht mehr lesen. Aber eine halbe Million. Ja, 500.071 und noch ein paar zerquetschte Leaders sind da drinnen. Das ist das Zeug vom Feld 16. Und da kommen wir auch gleich mal zu den Feldern, was uns gehören. Hier eine Kuhweide, ein Waldstück, Feld 16 eben, Feld 30, Feld 16, da steht die BGA drauf, Feld 40, eine kleine Wiese ohne Namen oder ohne Zahl, Feld 45, Wiese 34, Feld 7 hatte ich noch nicht, da ist das komplett mit Mais drauf, das werden wir jetzt dann ernten und natürlich der Hof. Dann haben wir hier noch unsere Abfahrgespanne, einmal mein Schätzchen, der Feld 724 Vario. Das ist meiner, warte. Mal ganz kurz reingehen. Natürlich hier schön mit Playboy-Zeitschrift an der Seite. Man kennt's.
Hilfe, ich bugge in der Wand. Hilfe. Scheiße. Ich komme da nicht mehr raus. Warte, ich springe nochmal ganz kurz. Da sind wir wieder hier vorne. Da renne ich nochmal schnell zurück. Das war jetzt gerade ein bisschen ungeplant so, aber naja. Da haben wir den Traktor ein bisschen zu nah an die Zielwand rangefahren. Natürlich mit einem Cargoliner Freedom zum Abfahren. Ich bin weg. Nicht wieder. Okay. Einen Strautmann Terra Vitesse 4601 DO und ein Flipsy-Fahrzeug, der 7530 John Deere Premium. Ich weiß nicht genau, wieso wir zwei haben. Das gleiche ist bei Defense, ich weiß nicht genau. Die anderen werden wahrscheinlich keine Ahnung, wieso die noch da sind. Eigentlich wollte ich sie verkaufen, aber ich habe sie unbedingt behalten. Ja, gut, ne? Ich habe den Wunsch erfüllt und sie gelassen. Mal gucken, ob wir den jetzt im Laufe der Zeit dann noch wegmachen. Hier haben wir tatsächlich eine Halle. Du kennst die Standard-Halle, oder nicht Standard, aber ist Anfangszeiten vom LS rausgekommen. Und einen wunderschönen Class 580 Tucano als Drescher mit dem passenden Schneidwerk und Schneidwerkswagen. Ja, also dieses Projekt wird, wann genau, der genauen Datum wissen wir noch nicht, wann die Folgen kommen werden. Ja, wahrscheinlich Samstag, Sonntag, vielleicht unter der Woche Mittwoch und so. Hallo. Ja, da ist er wieder. So, ich hab überhaupt nicht schon vermisst. Warte, aber ja. Oh, die zwei habe ich jetzt tatsächlich ganz vergessen. Ah, das war der falsche. Einen Class Scorpion 1033 oder 1033, wie auch immer man sagen will. Teleskoplader und natürlich das Schmuckstück, eine MP3 1800er Intercooler fürs mit dicken Mieters Walzen drauf, Alter, zum Festfahren vom Silo. Ich glaube, dann war das tatsächlich alles, was fahrzeugtechnisch angeht. Jetzt kommen wir dazu zum Laufzeit des Projekts, haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich Wochenende und Mittwoch. Und das wird dann auf jeden Fall. Starten wir gleich, oder? Ja, können wir dann gleich machen und können wir gleich mal zum Häckseln anfangen. Aber eins will ich noch sagen. Ja, wir haben noch eine BGA. Ja, genau, da können wir auch nochmal schnell hingehen. Währenddessen kann ich das gleich mal ganz kurz erklären. Und zwar, ja, hier haben wir die BGA. Das Silo ist noch ein bisschen. Ah, das wurde tatsächlich angegleicht. Ja, hier haben wir auch nochmal ein dickes Silo, falls das Silo am Hof voll sein sollte. Das habe ich gemacht, das Angleich. Hier ist irgendwie noch nicht so ganz synchronisiert. Hier sieht es aus, wenn es noch angesehen wäre, aber gut. Ja, nochmal zum Projekt. Es ist jetzt kein Projekt, was fest kommt, also es ist nur auf YouTube kommt, sondern wir werden, wenn wir Zeit haben, aufnehmen am Stück. Die drei Folgen oder was jetzt kommen werden, aufnehmen. Und der Rest, also wenn wir dann zum Beispiel mal am Freitag uns treffen und wollen noch ein bisschen so weiterspielen oder ein paar Sachen noch machen, werden die gemacht, ohne dass ihr das in der Aufnahme seht. Also das werden wir euch dann nachher natürlich zeigen, aber es machen wir sozusagen offline. Ich fahr schon mal zu. Dann haben wir eigentlich so alles soweit geklärt und jetzt fangen wir auch schon gleich mal an zum Häckseln. Ich bin schon unterwegs, bei Feld 7 oben, bei Feld 19 würde ich anfangen. Feld 19, wo ist es denn? Ah, da oben. Ja, genau, beim Wasserhaus. Da ist auch, glaube ich, eine Einfahrt. Die reguläre auf jeden Fall. Wenn wir mal hier ein bisschen mit aufmachen, hat natürlich auch Simple IC hier. Bleibt hier zu. Warte mal, einen haben wir nochmal. Ah, jetzt hänge ich wieder hier drin in der Wand fest. Und zwar. Hier sollen wir mal kurz aussteigen. Und zwar. Die Schilder ausklappen. Da. Zack. So, man kann auch schon mal losgehen. Vorne bei Feld 19 hat er gesagt, ja okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Knapp aber gegen. Ich dachte schon, wir bleiben Hänger. Und den habe ich ganz vergessen, da haben wir natürlich auch noch einen Reich Tridim Anhänger. Für, wenn wir jetzt große Saatgut oder Dünger oder was auch immer. Ja, wenn wir was verkaufen oder kaufen wollen, wird der vor den Univoc oder im Betrag gespannt, weil es einfach die zwei schnellsten sind und stärksten und dann dort hingefahren, wo wir hin müssen. So. Vorne fahren wir dann wieder rum um die Ecke. Wir sind natürlich auch gerne auf der Suche nach
einem dritten oder vierten Mitspieler, was auch immer. Wer da gerne Lust hat, kann sich natürlich melden in den Kommentaren. Und dann filtern wir das raus, machen den Test, wie es sich denn so macht. Und dann wird geschaut, ob wir ihn mit dazu nehmen oder nicht. Glaube ich so ganz einfach erklärt. So, er wartet auch schon. Kann den noch aufmachen oben. Ja, machen noch auf. Jetzt habe ich den alten Sperren noch an. Egal. Machen wir mal aus, das Ding. Ja. Halt nicht so weit auf von. Mach du ein bisschen. Ja, ich komme nicht. Das Vorgewende müssen wir natürlich immer selber fahren, weil das der Helfer einfach nicht kann. Weil man nicht schlau genug dafür ist. Warst du kurz rückwärts so, da rein dann? Ja. Wieder. Kommen wir rein. Ja, geht. Geht perfekt. Boah, das war jetzt aber. Ja, war ein bisschen knapp. Jetzt hängen wir am Baum. So. Ja, ja, ich komme ja schon. Oh, der Baum wird nix. Müssen wir weiter ausholen. Bald auf die andere Seite rüber. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Da kann ja passieren, dass Stand, aber ein Pflänzchen mal drauf geht, also auch nicht so schlimm. Warte mal, ich fahr mal hinter dir. Häckselklappe machen wir natürlich auf, wenn wir so häckseln. Und das hier rechts gehört uns auch noch, hier ist einfach so ein Grünstreifen drin. Nur mal gucken, ob wir die Bäume fällen und dann umfliegen, oder? Ich weiß nicht, ich find's eigentlich schön so. Ja, wenn wir dann schauen. Könnt ihr ja auch ein bisschen sagen, wie es euch denn gefällt. Oh. Eieiei, zwei Pflanzen. Ich würde dann einfach geradeaus durchstechen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und erst mal einen Teil. Ja, damit wir eine Hälfte machen, dass der Helfer das auch schön fahren kann, weil wir wollen natürlich dann auch zu zweit abfahren. Weil ansonsten ist es ein bisschen blöd. Steht der Häcksler so lange rum. Ja, wie lang die heutige Folge wird, weiß ich noch nicht, aber ich würde sagen so um die 20 Minuten. Weil wir haben es jetzt doch auch schon kurz nach 9. Und wir müssen ja dann noch weitere Folgen aufnehmen für die Woche. Du lässt verstehen. Ja. Egal. Das ist für die Vögel oder Hasen oder was auch immer. Okay, dann ist jetzt 28%, 84%. Ja, da geht schon gut was runter hier. Da können wir mal gucken, macht ab hier schon der Helfer? Glaub nicht. Es ist ja eigentlich ja schon relativ gerade. Hab jetzt einen GPS-Kurs gemacht. Ja. Okay. Du bist voll. Ja, ist mal. Dankeschön. Machen wir mal die Klappe zu. Wenn wir natürlich rückwärts hier hochfahren. Weil zu wenden ist nicht so also viel Platz. Oh, leckt ein bisschen gerade. Wir sind ja tatsächlich nur auf Standard LS-Servern, also. Da kann ich schon mal kurz zurückklicken. Ich bin gerade durchgetappt. Aber wir gucken da, dass wir dann auf Nitrado natürlich wechseln. Oder einen anderen Gaming-Server. So. Da vorne können wir dann ein bisschen rückwärts in die Buschen reinschirmen, damit wir da dran können. So. Bayern der Bürger. Oh. Also ich habe ehrlich gesagt sogar schon den Helfer angesetzt. Ja, ich sehe es da oben. Beziehungsweise links oben, wer jetzt nicht weiß, wo ich gemeint habe. Also ein bisschen am
Baum entlang geschwammt. Eigentlich sieht man, okay, eigentlich sieht man es auf beiden Seiten. Auf der einen Seite über den einen Mod, über dass man halt die Mitspieler sieht, und auf der anderen Seite übers Geld. Ja, das auch. So. Okay, ist natürlich anders, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es gibt so den einen oder anderen Autofahrer, der natürlich, wenn da auch so ein Häckselgespann ihm entgegenkommt, nicht gerne bremst, und dann endet so, dass du hast da Gewicht und egal. Scheiße, hab ich ganz vergessen. Hier ist die, mitten auf der Straße jetzt hier so eine grüne Schleifspur, Alter. Egal. Nee, die muss am Hof sein. Ja, stimmt, bis hierhin wäre es jetzt schon abgeschliffen. Eieieiei. So, hier vorne geht's drin. Oh, da kommt keins, perfekt. Natürlich aufpassen. Ich hab's schon mal geschafft. Bin da zu eng um die Kurve rumgefahren und da schmeißen wir das Gespann um. Oh, das ist nicht ganz so angenehm, glaube ich. Was heißt, ich um mein Dach zu machen, schon häckselt der mir da rein. Ja. Oder was heißt glaube ich? Denke ich. Ich hab's mit hinten die Scheibe auch noch am allerbesten. So. Können wir hier entleeren anfangen, zack. Natürlich nicht zu dicht an die Mauer ranfahren, weil schon bleiben wir da ein bisschen hängen. Also ich steche mit dem Häcksler. Wo fahrt der denn jetzt schon wieder hin, ey? Naja, der Helfer ist manchmal, hat seinen eigenen Sinn, wo er hin will und wo nicht. Das ist immer ein bisschen speziell. Ja. Wir haben auch noch ein paar so Details drin in dem wunderschönen Feld hier. Coca-Cola-Dose, hier ein paar Zigaretten. Rauchen ist aber natürlich nicht gut, Jungs und Mädels. Ja. Aber eigentlich müsste das Coca-Cola raus und hier ein gutes Red Bull rein, Alter. Ich hab gar nichts drin, sei froh. Und wer sich jetzt fragt, wo es die beiden Traktoren schon der und Fendt hier gibt, gibt's auf dem Motorstand. Vorher war es so, dass ich den Straubmann dran hatte und der Johnny den Krüger, aber der Krüger war irgendwie so, dass die Anhängerkupplung nicht ganz so gepasst hat. Nein, ich glaube eher, dass er hinten einfach so leicht war. Oder das. Und dann ist er immer ein bisschen gerutscht. Ja, dann ist er hinten geschwommen. Beim Fendt läuft es eigentlich relativ gut. Der rutscht jetzt nicht so viel. Der Straubmann, der läuft jetzt auch super, also ich habe da kein Problem mit. Oh, ich hab schon gut durchgestochen. Da vorne sehe ich euch. Ja, wir sind noch leicht tief jetzt. Egal. Ich fahr schon mal ein bisschen auf die Seite, damit du neben mir fahren kannst. Jo. Bleib auch noch ein bisschen hinten, nicht, dass der Häcksler dann. Du kannst ja noch zulassen. Jetzt kommt die Frage, wird er da vorne wenden? Alles mit dem Boah, er hat eine Reihe da stehen lassen, er fährt zurück. Was macht er denn? Ich glaube, wir sollten einige Vorgewindebahn fahren, oder? Ja. Wäre, glaube ich, ganz gut. Schnell? Ja, ich fahr. Also ich meine mit dem Fendt. Soll ich mit dem Fendt oder mit dem Johnny fahren? Mit dem Fendt. Okay. Der Johnny ist schon so gut wie voll. So. Durch ihn schrammen. Alter, ich fahr jetzt auch wieder wie besoffen heute, ey. Ja, das mit dem Bammlander geht sich schön aus. Ey. Sorry. Egal. Aber wir haben genügend. Ich hab noch mein Lenkrad. Wir haben genügend Mais pflanzieren. Ja genau, wer sich jetzt fragt, mit was der Flipsy fährt, fährt nicht mit Maus und Controller. Was mit Controller? Maus und Tastatur, sondern mit Controller. Ist aber auf dem PC natürlich. Ja.
Bleib gleich ein bisschen weiter weg. Ja. Drüben komme ich ein bisschen zurück. Hier der Stand ist natürlich auch am Schlüssel. Kannst du hier wenden? Wieso wenden? Wir fahren noch einmal aus der Nummer gedacht. Nein. Oder sollen wir gleich nochmal hoch? Okay. Soll ich dir noch ein bisschen Platz machen? Nee, nee. Geht schon. Ansonsten muss ich ein bisschen beim Nachbar reinfahren. Der kriegt das eh nicht mit. Ja, geht. Dann können wir hier mal wieder Tempomat reinmachen. Vorne steht jetzt dann langsam Johnny im Weg. Ja. Aber das Vorgewende reicht dann, glaube ich, auch. Ich hätte jetzt die andere Seite gleich fertig. Oder stimmt, die andere Seite, ja. Ja, dann fahren wir da vorne auch nochmal einmal lang. Oder zweimal. Da kannst du gleich hinter mir bleiben, das ist. Ja. Jetzt muss ich dann aufpassen. Stopp! Oh ja, boah, gebremst. Irgendwer blinkt hier. Nicht. Ach nein. Doch. Ich hab's doch genau gesehen, dass du nach rechts geblinkt hast. Ich wollte nach rechts fahren, deshalb habe ich auch geblinkt. Ja, ja, ja. Auf dem Feld, Junge. Aber egal, kann ja jedem mal passieren. Muss ich gucken, dass ich zurückkomme. Was? Hm? Oh. Nein, ich bin nirgends angefahren, da war kein Baum im Weg. Ich habe nicht zugeschaut. Also hier geht aber gut was runter. Ich bin jetzt hier einmal das kleine Vorgewinde hier gefahren. Bin schon 83% voll. Fahrst du gleich dann nebenhin? Ja. Warte kurz, bis du voll bist. Also neben mir schon, die meine ich. Setz ich den Helfer gleich an. Ich hoffe, meine Helfer macht's dann gut. Ja, ging. Hab deinen guten Johnny nicht geschrammt. Okay, der Helfer macht's, das passt. Ich habe ihm schon so schon so gesagt, dass er so fahren ja, soll. Ich bin voll. Ja. Aber wie wir dann am Morgen ausladen, das seht ihr dann in der morgigen Folge. Denn für heute sind wir auch schon wieder fertig, liebe Leute. Ja, die Folge, ich habe es schon gesagt, wird ein bisschen kürzer, so an die 20 Minuten, weil es ist schon spät und wir haben auch noch viele andere Sachen aufzunehmen. Deswegen wünsche ich euch allen einen wunderschönen Montag, wunderschönen Arbeitsbeginn, Arbeitsanfang. Die ein oder andere hat vielleicht schon Sommerferien. Und ja, dann wie immer, Daumen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo. Würde uns natürlich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und sonst sehen wir uns morgen. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.